Guten Tag. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Twitch-App gerade nicht. Mir wird nur ein Netzwerkfehler angezeigt, obwohl Internet da ist. Kann sein, dass ich heute den Chat nicht sehe, deshalb. Sehr merkwürdig. Oder? Nee, Netzwerkfehler, versuch's nochmal. I don't know. Naja, gehen wir ins Game. Beziehungsweise, es gibt wieder etwas zu erzählen. Zunächst, ich hatte ja letztes Mal angekündigt, jetzt wird's kurz laut. Ich hatte letztes Mal angekündigt, dass ich versuchen werde, die Seelen zusammenzufarmen, um, wie war's, Wille 18 zu bekommen, damit wir das Artorias Großschwert benutzen können. Und habe ich gemacht. Dann, ihr seht es vielleicht schon, ich habe ausgerüstet Heilung und einen Talisman. Zusätzlich noch ein paar andere Wunder. Das liegt daran, dass ich beim Seelenfarmen mein Rufzeichen, mein Rufzeichen vor die Bossarena von Ornstein und Smaug gelegt habe. Wo ich auch beschworen wurde, allerdings nicht für Ornstein und Schmaug, sondern war der gute Havelino, glaube ich, so war der Name, invasiert worden von einem, ja, Mitglied der Finstermondkling. Er hatte halt sein dunkles Anolondo. Das bekommt man, wenn man Gewinnewehr angreift. Dann wird Anne London nicht mehr so schön sonnig, sondern dunkel. Und die Finstermondklinge invasieren das die ganze Zeit. Naja, habe ich ihnen dagegen geholfen. Und ich habe mich schon verabschiedet. Ich habe ihn zugewunken, mich verbeugt und wollte eigentlich gehen. Da hat er mich dann noch hergerufen zu sich. Und wir sind runter zum Finstermondeid und haben die Finstersonne Gwyndolin bekämpft. Oder Wendelin? Ich glaube, sie nannte sich Wendelin, aber es müsste Gwyndolin heißen. Wir haben auf jeden Fall diesen optionalen Boss bekämpft. Werden wir auch noch tun am Ende, vor dem New Game Plus. Schätze ich mal. Ich sag mal, das, was ich da gesehen habe, war ein Boss. Ich weiß nicht, wie stark er war, da er mich nicht getarget hat. Er war auf jeden Fall nicht auf mich fixiert. Aber es wird ein sehr langer Boss, wenn man den allein macht. Weil der teleportiert sich immer weiter zurück und du kannst irgendwie einen Hit landen, vielleicht zwei, und dann ist er wieder weg. Ein bisschen nervig. Ansonsten wollte ich gern meine Zauberei einstimmen. Das nehmen wir alles wieder weg. Denn wir wollen die Pyromantie. Wieso komme ich gerade? So. Pyromantie. So. Großer Chaos-Feuerball und der große Feuerball. Dann kann ich auch den wieder abrüsten und wir nehmen wieder unsere Pyromantie-Flamme. Ansonsten war ich beim Artorias-Grab, wo der Wolf Sif war. Da war nämlich hinter dem wie nennt sich denn das? Hinter dem Grabstein ein Ring. Nämlich der. Suche ihn kurz raus. Hornissenring. Verstärkt kritische Angriffe. Der lag dahinter rum. Und war noch irgendwas? Ich gucke kurz auf die Liste. Genau, ich habe nachgeguckt, ob man Gwendolin angreifen kann, ohne dass der Finstermondeid platt gemacht wird. Nein, natürlich nicht. Wenn man Wendolin angreift, wird der Finstermondeid nichtig, beziehungsweise man fliegt raus, wenn man vorher drin war, und man kann ihn nicht wieder betreten. Ja. Ist dann halt so. Aber dadurch kriegt man kein dunkles Anolondo.
Ansonsten habe ich meine Seelen verwendet, die wir letztes Mal gesammelt hatten, um das Artorias-Schwert aufzuwerten auf plus 3 und um meine Rüstung aufzuwerten. Denn der hier ist jetzt plus 5 und der hier auch. Und das plus 1, das plus 4. Und was soll ich sonst mit dem Titanit-Zeug machen? Naja, wir gehen heute zum Feuerbahnschrein zurück, wie zurück in die Katakomben. Ich hoffe, es leckt nicht. Denn letztes Mal hat es ja aufgrund eines Windows-Updates, oder genau genommen zwei Updates, geleckt. Aber es scheint ganz okay zu sein. Scheint alles zu funktionieren, so wie es funktionieren soll. Ja, okay. Genau, dann mussten wir leider den Stream abbrechen. Ich sehe gerade, ich habe noch den weißen Speckstein, den könnten wir abrüsten, brauchen wir eh nicht. Und wir nehmen, nee, noch nicht. Wir nehmen gleich das göttliche Schlangenschwert. Wir müssen, brauchen wir gar nicht. Oh, er ist wieder wach. Jetzt, wo er gerade wach ist, ich würde gern grüne Scherben verfüttern. Das Artorias Großschwert ist außerdem, ja, nett. Es macht deutlich mehr Schaden. Von diesen Elite-Riesenrittern in Anno Londo habe ich einen im Sprung angegriffen. Sprungschaden ist schon krass, muss man dazu sagen. Farewell. Aber der war One-Hit. Das waren über 1000 Schaden mit dem Schwert. Das skaliert halt mit Geschicklichkeit und Stärke und Wille und Intelligenz auf C. C ist nicht sonderlich gut. Ist okay. Aber dadurch, dass das mit allem skaliert und wir im Moment doch relativ ausgeglichen sind mit 18 Wille, 18 Intelligenz und 24 Stärke, ist das schon ganz nett. Und halt unsere 45, wie heißt es? Beweglichkeit. Macht ordentlich Schaden, mehr als das Furienschwert, aber das Movement Set ist meiner Meinung nach zu schwerfällig. Also für meinen Spielstil nicht unbedingt, ja, angenehm. Test kurz nochmal was. Machen wir Ted draus, mir auch egal. Also was ich sehe, schreibe ich auf jeden Fall. Was ich schreibe, sehe ich auf jeden Fall. Trotzdem ist der Stream-Manager gerade irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ach, ihr. Kommen davon immer mehr? Hier sind auf einmal drei von denen. Früher waren hier doch nur einer. Oder? Hm. Naja, wir hatten ja einiges hier nicht gesehen. Aber wir sind auf der Suche nach dem Schmied. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Nein, ich will da schon runterklettern. So. Nur damit ihr es wisst, ich weiß ungefähr, wo der Schmied ist. Weil ich mich habe aus Versehen spoilern lassen. Aber das ist nicht so schlimm. Denn da hätte ich eh bald... Also, hätte ich eh nachgeguckt. Da ist ein Leuchtfeuer. Das nehmen wir mit. Da setzen wir uns dran. Hier war nur der Nekromant, oder? Ja. Einfach damit, falls wir jetzt gleich sterben sollten, wir hier unten wieder spawnen. Oh, ihr seid ja auch wieder da. Das Furienschwert finde ich halt schon echt nice.
Feuerschaden ist cool. Bleibst du tot? Ja. Hier konnte man, glaube ich, runterspringen. Ich habe mich auch über ein paar Ringe informiert. Konnte man hier runterspringen? Nein, lieber nicht. Ich habe mich über ein paar Ringe informiert, weil ich wissen wollte, ob der Katzenring, ob wir den bereits verpasst hatten. Denn der reduziert Fallschaden. Den kenne ich aus Dark Souls 3, wie scheint. Ich dachte, den gibt's hier auch, aber den gibt's hier nicht. Den gibt's nur in Dark Souls 2 und 3. Na, wir gehen den normalen Weg. Und ja, daher... Anvisieren. Daher wusste ich dann auch, wo der Hornissenring ist. Der ist mir halt aufgefallen, weil Hand of Blood den benutzt hatte und ich ihn bisher nicht gefunden hatte. Und das, ich bin ja im Moment weiter als dem Stand, wo ich den ich gesehen habe bei ihm. Und da dachte ich, die habe ich irgendwo übersehen. Habe ich ja auch im Endeffekt. Zwei andere Ringe, nämlich den... Zwei? Holzmaserring auf jeden Fall. Und noch irgendeiner. Oder? Holzmaserring auf jeden Fall. Da habe ich nachgeguckt, wo er den her hatte. Und den kriegt man nur, wenn man dem Katzeneid im Finsterwurzgarten beitritt. Und dann ein paar Leute umbringt. Brauchen wir aber auch nicht. Denn ich bin ganz glücklich mit meiner mittleren Rolle im Moment. Und der bringt nur was, wenn du die schnelle Rolle hast. Und die bekomme ich selbst mit Havels Ring nur schwer hin. So, hier ging's runter, genau. Da drüben wollen wir nicht hin, gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier runter. Sind wir an dieser Stelle. Jetzt muss ich kurz überlegen. War das hier? Also zunächst einmal will ich da hoch. Oder nicht? Ich würde gerne zu dem Bonfire, wo wir schon mal waren. Oder wir machen es einfach hier. Irgendwas ist gestorben. Hier ging es ja letztes Mal wohin? Da runter. Genau, hier geht's zum Schmied. Und hier muss man volle Kanne einfach an dieser Wand langrennen. Tja, hat nicht funktioniert. Mist! Gut. Der erste Tod in... Oh. Dich mache ich auch nochmal platt. Mir fällt gerade eine Idee ein, das zu testen. Ich gebe mal den Command für den Tod ein. Damit er gecountet wird. Okay, Streamlabs sehe ich auch. Denke ich mal, ich würde alles sehen. Hoffe ich. Vielleicht sehe ich auch nur den Bot, wer weiß.
Dieser Ausfallschritt. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Oh. Ah, Schild rot-weiß. Und jetzt one-hitten wir die Gegner auch nicht mehr. Denn wir haben keine drei Männlichkeit. Genau, wir haben keine Männlichkeit mehr. Wir sind jetzt weiblich. Wir haben keine Menschlichkeit mehr. Und das Furienschwert skaliert mit Menschlichkeit. Das heißt, je mehr Menschlichkeit wir haben, desto mehr Damage machen wir. Das Ganze ist aber beschränkt auf 10 oder 9 Menschlichkeit. Dann gibt es keinen Damage-Buff mehr. So. Wieder an den ganzen Skeletten vorbei. Ich glaube, diesmal versuchen wir zu springen. Na, wir one-hitten immer noch manchmal, aber nicht immer. Wo sind wir hier? Da ging es zum Bogenschützen. Genau. Nicht wundern, dass wir gerade 300 Schaden gemacht haben. Das war ein Sprintangriff. Hier wollten wir lang zu den beiden Lümmeln. Und da runter. Und von hier wollen wir... Du bist das letzte Mal runtergefallen, I guess. Ich bleib hängen mit dem Schwert. Kommt mal nach oben. Eins ist wieder runtergefallen, aber da waren zwei. Oder? Sind beide runtergefallen? Auf jeden Fall liegt da unser Zeug. Die Absprung. Oh, hat funktioniert. Irgendwie. Eine grüne Scherbe. Nicht das, was ich erhofft hatte. Ich könnte hier einen Prismarinstein runterwerfen, um zu gucken, ob ich sterbe, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich nicht sterbe. Das ist korrekt. Und hier hören wir ihn bereits. Den Schmied von hier unten. Gone with you. You'll spoil my focus. Ja, der nette Herr, warum ist hier ein Skelett, hat uns gerade hier die Tür geöffnet, wo wir letztes Mal das Tor, die Mauer geöffnet, wo wir letztes Mal halt nicht lang kamen. Hier ist ein Bonfire, das ist nice. Ich würde sagen, entzünden wir das? Eigentlich brauchen wir das nicht entzünden. Ich hoffe, es ist ein Teleport-Bonfire. Wir entzünden es trotzdem. Wozu haben wir die ganze Menschlichkeit? Und er klingt für mich, der Varmos, so heißt der Schmied. Er klingt für mich wie Alistair aus Hespen Hotel. Wie so ein alter Radiosprecher. Ach ja, und als ich dem Spieler geholfen habe, habe ich dadurch 20.000 Seelen bekommen? Nee, genau, über 40.000, glaube ich.
Einmal für 20.000 für das Phantom und nochmal 20.000 für Gwendolyn. Gwendolyn? Gwendolyn, wie auch immer. Und eine Menschlichkeit. Es lohnt sich also, Leuten bei Bossen zu helfen. Was war das? Need some smithing? Then produce me some wares. Und genau der Kerl kann unsere Ausrüstung in Feuerausrüstung verwandeln, wenn sie plus 5 ist. Ja. Für uns eigentlich nicht sonderlich interessant. Gerade weil wir auch Quelax Furienschwert haben. Was verkauft er? Heimkehrknochen. Kleine Scherben. Und Pfeile. Haben wir noch genug? Heimkehrknochen nehme ich doch gern mal 5 mit. Ach was, wir nehmen alle. Gut, dann reden wir weiter mit ihm. I'm here to smith, not to chit-chat. I've told you, I'm here for the trade, not for the talk. Enough with your presence. It disturbs me. Well, you are a persistent one, are you not? But I'm afraid I'm a mere blacksmith. It's just me and my trade. I would be of no help to a righteous warrior such as yourself. I've told you I have nothing to discuss. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. I'd be of more help with that ember from New Londo, of course. It's a shame the whole place was flooded. Okay, er hat uns gesagt, wo seine Loot ist, die er haben möchte. I've told you I have nothing if I have to speak. Unless I have the flame of that legendary witch. But that will require a visit to Lost Izalith. Impossible. Okay, noch eine Glut in Lost Izalith. I've told you I have nothing to discuss. If I have anything to offer, it's my smithing and nothing more. Okay. Speaking honestly, I must say that I'm at my very limit. There's no more work to be done. And but that. Okay, er wiederholt sich. Ich dachte, be all, auch schon. Then be gone with you. You'll spoil my. Be gone. Ja. Das war. Was? War hier noch irgendwas anderes? Ich versuche mich gerade dran zu erinnern. Möglich. Gehen wir von hier mal raus. Es gibt hier, glaube ich, noch ein bisschen Loot, den man bekommen könnte. Den da zum Beispiel. Die Dinger sind nervig, aber nicht gefährlich. Die 181 Seelen geben die, aha. Die sind hinter mir explodiert und hier genau. Hier geht's weiter in die Katakomben. Den anderen Weg, den wir den gegangen wären, wären wir ja zum Maskenboss gekommen. Von dem außerdem jede Maske hätte droppen können. Die haben auch unterschiedliche Effekte. Das Kind macht, glaube ich, Ausdauer. Die Mutter... Also Ausdauerregeneration ist schneller. Die Mutter Leben und der Vater Traglast. Hier ging's zum Gravelord Eid. Ich würde gerne zum anderen Bonfire noch, denn da hatte ich was übersehen. Hier meinte auch einer was von wegen runterspringen. Sehe ich halt nicht.
War das hier der richtige Weg? Dieses Gebiet ist auch echt verwirrend. Vom Aufbau her. Er will nicht, okay. Kann ich die töten? Er ignoriert mich vollkommen. Und schwebt durch den Boden. Okay. Nicht hier richtig, wo ich hin wollte? Ich glaube schon. Hier hatten wir letztes Mal eine Nebelwand gesehen. Genau. Können wir mal durchschreiten, denn diese Brücke können wir noch nicht lang gehen, denn beim Bonfire hätten wir nach da oben gemusst. Da. Da wäre die, der Schalter gewesen, um die Brücke zu drehen. Dann wäre man eigentlich nur hier hingekommen und na, kann man machen, muss man nicht. Hier war ich letztes Mal runtergegangen, glaube ich. Wir versuchen es nochmal. Na, ich wollte ihn eigentlich mit einer Sprungattacke treffen. Hier waren wir, oder? Ja. Hier war der Finstermonstrionsring, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Aber hier konnte man weiter. Da sind wir, glaube ich, nicht lang gegangen. I guess. Kann sein, dass wir hier doch lang gegangen sind. Hier geht's runter. Weiß nicht wohin. Hier geht's weiter hoch. Aber ich glaube, runter geht's zu einer Stelle, wo wir schon waren. Sieht zumindest so aus. Und hier oben. Hier sind wir schon mal eingestürzt. Das ging, glaube ich, ganz zurück zum Anfang. Dann gehen wir wieder runter. Gehen da durch? Ne, das ist das, wo wir gerade geöffnet haben, ne? Ja. Okay, hier waren wir schon. Ich würde halt gern nochmal zum Bonfire und die Brücke halt aktivieren. Denn wenn das da unten beim Schmied kein Teleport-Bonfire ist, ist das ein wenig problematisch. Wie kann man denn von hier wieder nach oben? Hier ging es nur nach unten. Irren mit Neko. Neues Format. Stimmt, hier war man runtergejumpt. Kann man denn jetzt von hier wieder nach oben? Es ging. Ich weiß bloß nicht wie. Ach, man kann ganz an den Anfang zurück. Das geht natürlich. Können auch einfach annehmen, dass das unten Teleport-Bonfire ist. Der Schmied ist auch nicht so wichtig. Er macht Feuerwaffen. Ich glaube, mehr macht er gar nicht. Wir nehmen Heimkehrknochen.
Ich guck kurz mal auf meine Liste. Was als nächstes anstehen würde. Okay. Optionen sind jetzt Iserliff, Neulondo oder der Boss im DLC-Gebiet. Wollen wir nach Neulondo? Wir haben schließlich jetzt das Schwert. Nach Neulondo würde es... Wir müssen zum Feuerbandschrein teleportieren. Feuerbandschrein. Auf dem Weg dahin sollten wir keinen Gegner besiegen, der dieses Schwert brauchen würde. Gegen den wir dieses Schwert brauchen würde. Hier, Artorias Schwert. Großschwert des Artorias plus 3. Ich kann es jetzt nur auf plus 3 machen, weil mehr Dämonen-Titanit habe ich nicht. Leider. Gucken wir kurz, können wir uns jetzt auch dahin teleportieren? Kammer Prinzessin, Tochter des Karstein, da haben wir die Tiefen, Gemeinde unter den Katakomben der Giganten. Und Katakomben. Das dürfte das von dem Schmied sein. Dann ab nach Neulondo. Zu den Geistern, ich freue mich. Wir haben eine ziemlich große Range. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Und das ist auch... Ich glaube, das ist auch sehr schwierig vom Map-Design. Viel mit runterfallen und engen Wegen. Und unser Schwert haut so. Bei einem starken Angriff sieht es so aus. Nee, das war ein starker Angriff. Da stechen wir so nach vorne, aber wir brauchen halt ewig lange. Kannst du nochmal zeigen hier. Wir brauchen sehr lange, um auszuholen. Dafür können wir Geister angreifen, ohne einen Wanderfluch zu brauchen. Wir rüsten trotzdem mal Wanderfluch aus. Wie viele haben wir denn? Haben wir gar keinen? Ich dachte, wir hätten schon einen gekauft. Okay, wir haben gar keinen. Denn unser Schild ist hier nutzlos, wenn wir keinen Wanderfluch haben. Wir können die halt nicht blocken, außer halt mit dem Schwert. ...471 einfach. Starkes, starkes Schwert. So. Und Range, den da hinten haben wir auch noch getroffen. Das war jetzt der Sprintangriff. Lol. Du bist hier unten? Das Schwert ist einfach Hammer. Komm schon, ich will dich einmal parieren. Das ist unser Guide. Von dem wir die Questline anscheinend jetzt verkackt haben. Denn er hat uns angegriffen. Da ist Loot. Panzerbrecher, okay. Da ist ein Loot drin. Hier gibt es wahrscheinlich Menschlichkeit. Ja. Nee, wann? Oh, man kriegt man zwei Wanderflüche geschenkt. Das ist doch nett. Okay. Schild brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel Schaden die uns machen, die Geister. Wir müssten eigentlich gut gelevelt sein und tanky enough. Wir haben auch den Hartstahlring. Da ist ein Geist. Okay, one hit. Oh, noch einer. Ich muss anvisieren mit dem Schwert. Das geht sonst nicht.
Okay, so viel Damage machen die im Moment nicht. Wie weit kann man hier gehen? Wahrscheinlich nicht allzu weit. Da ist eine Nachricht. Famoser Schatz. Da. Famoser Schatz mit famosen Geistern. War da noch einer? Oder haben wir alle? Und das Blocken mit dem Schwert hier ist auch nice. Hier kann man ganz klar runterfallen. Feuerhüterseele. Das ist nice. Aber die bringen wir jetzt noch nicht nach oben. Wir sind ja gerade erst nach unten gekommen. Warum sollten wir jetzt nach oben gehen, um die Feuerhüterseele abzunehmen? Gibt uns zwar Estus Flakon plus 4. Was sehr nice klingt. Ist aber nicht vonnöten. Hier ist noch überall Boden. Kann man hier hoch? Nö. Da ist aber einer drin. Loot? Zweimal Wanderfluch. Okay, man kriegt die Wanderflüche hier von den Leuten in den Vasen. Praktisch. Aber im Moment brauchen wir die nicht. Weil mit den Schwertblocken reicht gerade. Zumindest scheint es so. Wir kriegen dadurch zwar auch... Hör ich was? Hör ich nichts? Ich wollte gerade nachgucken. Reduktion 60 des physischen Schadens. War nichts drin, okay. Da ist eine Nebelwand. Da kämpft jemand. Und hier ist eine echt enge Brücke. Gefällt mir gar nicht. Achtung, Hinterhalt. Mhm. Vor dir Hinterhalt. 69 Bewertung. Nice. Sollen wir einen Wanderfluch? Warum nicht? Wir nehmen Wanderfluch. Haben unser Schild nicht ausgerüstet. Nehmen unser Schild. Da um die Ecke ist keiner. Hier ist ein Schalter. Oh Gott. Das ist noch einer. Wollen wir den Hebel trotzdem ziehen? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir ihn hier erst clearen. Sind da noch mehr? Ich sehe gerade keine und der kommt nicht. Hebel ziehen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Okay. Oh, hier kommen einige. Oh, hinter uns auch. Oh, sie hat mich gegrabt. Und sie auch. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich bleib wenigstens nicht so stark hängen. Mit meinem Schwert. Hier ist eine Vase. Keiner drin. Auch niemand drin. War's das? Wie viele... Ich habe schon wieder einen Geist, glaube ich, gehört. Wie viele, ne? Blutflecken hier sind. Was? Da wird's hochgehen. Dann gehen wir nach oben. Oder geht's hier runter? Hier geht's runter. Da ist Loot, da geht's auch lang.
Da ist eine Nachricht vom Loot. Hier kommt sicher irgendwas gleich hoch. Da ist einer drin. Dass die auch in Wänden stecken, aber gut, wenn sie auch aus dem Boden kommen können. Oder noch mehr? Nee. Okay. Vielleicht sollte ich mich von den Wänden dann etwas fernhalten. Ist nochmal hinter uns? Nein. Versuch's mit Geschoss. Die hat geschrien. Wanderfluch. Und was hat der Schrei bewirkt? Hm. Erinnert mich an eine Banshee. Banshees sind so Fabelwesen, die schreien, bevor jemand stirbt. Und wenn ein Debuff? Nö. Hättest gedacht, vielleicht schreit sie und dann sind wir irgendwie One-Hit oder sowas. Da oben ist einer. Vor dir Geist. Ja, habe ich gemerkt. Ja, komm runter. Okay, ich krieg's von hier aus nicht. Oh, schön. Kommt runter. Bodygeist. Ja, der ist tot. Große Seele Soldat. Seelen werden immer wichtiger. Da wird's lang gehen. Wir könnten aber auch hier runter. Gehen wir erstmal nach unten. Oh. Wir haben eine Leiter nach unten gestoßen. Ist das eine Abkürzung? Hier ist ein richtig schmaler Gang. Hier wird jetzt wahrscheinlich kein Geist rauskommen. Nein, 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 nein. Okay, der richtig schmale Gang bringt einfach gar nichts. Hier sind noch mehr schmale Gänge. Wie ist gesagt, hier ist Loot oder sowas? Aber scheint nicht so. Wozu ist das hier? Hm. Werde ich sicher später irgendwann erfahren. Aber im Moment möchte ich kein... Hinter mir. Elendiges Pack. Kommt der noch? Da kommt er. Das Schwert hat aber auch eine Range. Noch mehr aus dem Boden. Was soll denn das? Ja, wir warten mal, bis er zu uns kommt. Oh, ich glaube, der Wanderfluch ist ausgelaufen. Das könnte sein. Weil das ging gerade um meinen Schild herum. Kann man da irgendwie runterspringen? Vermutlich. Soll man es machen? Vermutlich nicht. Da drüben ist Loot irgendwo gewesen, hatte ich gerade gesehen. Was haben sie hier? Links. Oh Gott, wo kommt ihr alle her? Außen ist noch einer. Hinter mir ist einer. Aber wir haben genug Leben, wir können das wegtanken. Und wir haben eine verbesserte Rüstung. Achtung vor dir unten.
Okay, da könnte ich rüberspringen, um zu dem Loot zu kommen. Machen wir erstmal noch nicht. Man kann das... Wanderfluch. Man kann das Gebiet ja später nochmal backtracken. Wird auf jeden Fall gemacht. Da ist ein Geist. Über euer. Warum seid ihr so viele? Warum könnt ihr durch Wände? Es ist einfach unfair. Da war noch einer, ne? Ich glaube, das ist wieder so... Nee. I don't know. Gehen wir erstmal. Bist du wieder so ein Schreihals? Ja. Und es hat mich geangelt. Okay, die sind echt nicht so... Da ist eine Leiter drin. Ich habe gerade die Bedenken, dass die Skelette hier... Nee, okay. Ich habe was gehört. Irgendwas schlägt nach mir. Oh, lala. Mr. Geist. Kommen Sie hier hoch? Wo kam der überhaupt her? Da oben ist er. Es sind doch zwei. Okay. Jetzt sollten hier aber alle weg sein, oder? Hoffentlich. Ich sehe wieder meine Zuschauerzahlen und meine Uptime. Scheint, als hätte sich die Twitch-App wieder gefangen. Hey, du hast das Set, was ich auch hatte. Hey, du hast das Schwert, was ich auch habe. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Okay, was? Er bewacht die vier Könige, von denen ich etwas Schiss habe. Mehr noch als von Nito. Und... Ja? Gibt uns einen Schlüssel, um diesen Platz zu machen, oder wie? The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ja, das ist ungünstig. Der hat gerade so eine Prinzessin in der Vergangenheit verloren, entführt. Aber wir haben seinen Ring. Ich glaube, der ermöglicht Abgrundschreiten, stand da irgendwie dabei. Hello there. The key to the seal. Buch brechen lassen. Gegenstände kaufen. Was hast du? Wanderfluch. Fluchabwehr. Why not? Wanderfluch. Nehmen wir mit. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man. And any living... They were never men. New Londo, Mappe. Er hat uns also den Schlüssel gegeben, um die Schleusentore zu öffnen, damit wir zu den vier Königen können. Ich hatte mir eigentlich ein Bonfire bei ihm erhofft, aber dann halt nicht. Wie viel? 15 Wanderflüche haben wir. Ja, benutzen wir. Wenn wir so viele haben.
Blocken ist halt schon schön, ne? Ohne dass man Schaden bekommt. Muss man da doch nur richtig machen. Der kam von oben. Na komm. Da oben treffe ich. Er will mich greifen. Da oben treffe ich dich nicht. Komm runter. Ach. Wo bin ich jetzt runtergerutscht? Okay, hier war der Loot. Da sind wir letztes Mal reingegangen zum Dude da oben mit der roten Kapuze. Das heißt, wir können hier unten mal lang gucken. Okay, wir müssen nicht springen. Wir können auch einfach so. Da ist auch Loot. Gucken wir erstmal hier. Ich habe das ungute Gefühl, dass man hier angegriffen wird. Grüne Scherbe. Dafür hätte es sich nicht gelohnt. Dann können wir an die Schlange verfüttern. Why not? Gut, was haben wir hier? Eine große Seele. Das nehme ich doch gern. Da ist ein Turm. Da geht's hoch. Wir gehen erstmal in den Turm. Hier ist ein Haarstuhl. Vorrichtung bewegt sich nicht. Wieso bewegen sich die Vorrichtungen in dieser Gegend nicht? Was kann man hier? Siegelschlüssel. Oh. Hiermit könnte ich das Wasser abdrehen. Wollen wir das? Warum nicht? Ich denke ja nicht, dass jetzt einfach die vier Könige kommen. Aua. Das war laut. Aber das Tor, das habe ich doch schon mal gesehen. War das, ist das nicht das Tor, was unten im Drachental ist? Yep, ist es. Und ich dachte mir, das ist einfach so, ja, Gebiet, das nie benutzt worden ist und deswegen, ne, dazu. Kann ich jetzt? Jetzt können die Hebel benutzt werden. Und wo führst du mich hin? Führst du mich einfach zum Drachental? Halt's nicht aus. Ring. Aus Hoffnung. Alter! Wer bist du? Was? Er hat irgendeinen Schild. Alter. Alter. Okay, okay. Was? What the fuck? Gut. Wir könnten da jetzt vom Tal der Drachen hin. Machen wir das? Das ist, ja, das ist der einfachere Weg. Brauchst Ring, hat er gesagt. Brauchen wir jetzt schon den Arturias-Ring an der Stelle? Und den Fahrstuhl müssen wir erst rufen. Genau. Während wir das machen, rüsten wir den Arturias-Ring aus. Vielleicht können wir dann durch sein Schild durch. Ermöglicht Abgrundschreiten. Und wir können, weil wir an den Drachen vorbei müssen,
Rüsten wir mal große Pfeile inklusive des Faresbogen aus. Ach, jumpen wieder runter. Euch ignorieren wir gekonnt, weil wir hier oben lang wollen. Ist zwar auch nicht die beste Option des Weges, aber die einfachere und sicherere. Wir müssen halt nur 3 Drachen abschießen und 2 platt machen mit dem Schwert. Das sollte funktionieren. Der Giftdrache hier ist ja weg. Was war das? Das war übelst der Todesritter. Und der hat am Ende auch noch so eine rote Zauberhand gehabt. Okay, das bringt so nichts. Wir gehen näher ran. Wir können es auch mit Giftpfeilen machen. Ja, und bei euch so. Wache Nummer 1 ist tot. So. Den machen wir so platt. Schaden können wir mit unserem Schild schlecht blocken. Kannst du da vom Abgrund vielleicht weggehen? Das wäre ganz praktisch. Danke. Gestaggert, schön. Okay. Die machen doch deutlich mehr Schaden. Nicht nur mit Blitz. So, und ihr seid zu viert. Ich natürlich direkt rein. Das sind die gefährlichsten Gegner überhaupt. Für mich jetzt gerade. Staggert schön und jetzt nochmal reinhauen. Schönes Ding. Wir sind noch nicht mal bei dem Todesritter. Vielleicht war das doch nicht die beste Idee. Aber noch besser als den ganzen Weg da abzulaufen. Mit den Geistern. Wie nah kann ich an euch ran? Wer von euch ist der Nächste? Wer? Ja. Er will nicht näher, okay. Dann wirst du so platt gemacht.
Vielleicht sollte ich bald eine neue große Pfeile kaufen. Die werden im Moment immer nützlicher. Auch unten in, im Feuergebiet. Wo wir uns auch noch umgucken müssen. Wir können nach Lost Isolith, wir können aber auch noch uns da umgucken. Denn da waren ja auch noch ein paar Tauros-Dämonen, wo wir nicht lang gegangen sind. Okay. Ab dieser Stelle rüsten wir wieder die Pyromantieflamme aus. Denn da drüben ist gleich unser Hassgegner und wir... Na, wir bleiben mal bei dem Schwert. Ich weiß nämlich nicht, ob das ähnlich wie mit den Geistern funktioniert. So, wo ist er? Da ist unser Zeug, das würde ich gern haben. Da kommt er die Treppe runter. Wir können ihn gut blocken. Er hat aber auch ein krasses Schwert. Okay. Weiß nicht, ob der Ring jetzt einen Unterschied gemacht hat oder nicht. Kam von hier. Hier ist aber auch noch was zum Gucken. Alter, wie viele... Alter. Ich will es ja nicht sagen, aber... Das hindert mich schon an einen geschichtlichen Aspekt unseres Landes. Da hat irgendwas geknackt. Wo geht's hier hin? Geht's hier schon zu den vier Königen? Gibt's hier noch mehr von diesen Todesrittern? Das wäre ungünstig. Ich will irgendwas laufen. Dachte ich. Oh, der links, ja. Das dachte ich mir bereits. Hier aber nichts. Oh, da ist noch einer von denen. Wir können die blocken. Es sei denn, sie treten nach uns. Was machst du damit? Nice Backstep, darauf habe ich spekuliert. Du hast was gedroppt. Die Finsterhand. Dacht mir so nix. Da weiß ich jetzt nicht, ob es zu den vier Königen geht, ne? Stolzer Krieger. Wir gucken uns erstmal in Neulondo weiter um. Aber erst gucken wir uns an, was die Finsterhand ist. Vielleicht eine Waffe. Pyromantieflamme ist ja auch eine Hand, könnte in der Hinsicht auch eine... Da ist sie. Die Finsterhand. Physisch 200. Skaliert mit nix. Robustheit 999. Waffentyp Stulpenschlag. Die von Cave angespornten Geister der Finsternis... Finsternis... Was? Finsternis... Nutzen ebenso wie diese Waffe, die auch als Spezialschild dienen kann. Das war der Schild, den er sie benutzt hat. Die Macht der dunklen Seele, um Menschlichkeit zu absorbieren. Insbesondere die Vorfahren waren in der Lage, selbst den hasserfüllsten Heiligen im Nu ihre Menschlichkeit zu entziehen. Okay. Keef ist... Cave? Keef? Ich nenne ihn jetzt Keef. Keef ist die andere Schlange. Es gibt zwei von diesen Schlangen. Aber der begegnet man erst... Weiß ich gar nicht wann. Ich glaube, am Ende muss man sich halt entscheiden, ob man ein gutes Ende haben möchte mit der Schlange vom Feuerbandschrein oder das böse Ende. Alter.
das böse Ende mit der Schlange von, weiß ich nicht, wo, hier? Also es klingt ja irgendwie so, hier sind die Finstergeister von Keith, also könnte Keith auch hier sein? Wird ja irgendwie vielleicht Sinn machen, wenn der Abyss ist. Abyss ist. Hier oben waren wir noch nicht. Und wir haben gerade keinen Wanderfluch ausgerüstet. Gelobt sei die Sonne. Hier sind wir im Drachental. Da ist eine Seele. Nee, ein Kompositbogen und großer Pfeil. Okay. Wenn sie denn meinen. Hätte ich früher gebraucht, aber... Hätte man wahrscheinlich auch früher hinkommen können. Aber woher soll ich wissen, dass hier ein Bogen ist? Ein Bonfire wäre echt nicht... Ich höre was. Oh. Ich werde gerade stunlocked. Muss hier ganz dringend weg. Tschüss. Okay, beide weg. Ach. Die Geister sind nervig. Nicht so nervig wie die Todesritter da unten. Eine Menschlichkeit. Wir haben gerade eine verloren. Jetzt haben wir wieder eine gewonnen. So schließt sich der Kreis. Und hier kann ich vermutlich rüberspringen. Ich bin einfach runtergefallen, das geht auch. Okay. Da ist Loot und ein Geist, der mich greifen will. Und hinter mir ist auch... Nee, hä? Unter mir. Die ganzen Geister, das ist das Gebäude, wo wir, wo der rote Mann drauf sitzt. Ring der Opferung. Ring, okay. Das sah gerade so aus, als ob es da zu dem, ja, zu dem einen Geist geht. Also, die sind nicht gut angreifbar. Okay, wir müssen da runter. Die sind nicht gut angreifbar, die Geister hier. B, die stecken in den fucking Böden und Wänden und Decken und was soll das? Sprungangriff. Ach, wir müssen an der... Nee, müssen wir nicht. Geht's hier nicht weiter? Müssen wir durch den Nebel... Das war Mrs. Schreihals. Das ist Mrs. Schreihals hier. Kann die irgendwie Geister zu sich rufen mit dem Schrei? Also alle, die hier sind, oder was? Das wäre ungünstig. Wir gehen einfach mal da lang. Hier ist noch ein Geist. Ja, wie es aussieht, müssen wir jetzt durch den Nebel. Deswegen nehme ich einfach an. Oder nicht? Nein, müssen wir nicht. Es gab ja noch einen anderen Fahrstuhl. Den würde ich doch gerne zuerst aktivieren. In den Raum, wo die vielen Geister waren. Und die vielen Blutflecken. Da unten ist auch eine Nebelwand. Da kann ich nicht lang.
Da oben war, glaube ich, ein Geist. Wollen wir durchsprinten? Da oben war ein Geist, aber hier unten waren auch noch irgendwo Geister. Ja. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht gleich runter. So. Auf die Nuss. Hier ging es, glaube ich, in den Raum zu den vielen Geistern. Nö, ging's nicht. Da kann man sicher runterdroppen. Oder wir nutzen den Fahrstuhl, den wir gesehen hatten. Da war ein Geist in der Wand. Oh. Voll zuschlagen, bevor er zusteckt. Keine gute Idee. Und da ist es keiner. Da hängt noch einer. Ja. Da kommt er. Da war der Geist in der Wand. Wo die links? Da ist er. Nee. Da ist auf jeden Fall auch einer. Zwei. Aber ich kann sie noch nicht anvisieren. Sind das schon die Geister hier aus dem Raum? Aus diesem hier? Da ist einer. Jetzt sehe ich aber keinen mehr. Auf jeden Fall lässt sich dieser Hebel jetzt aktivieren, da es nicht mehr überflutet ist. Deswegen ist da unten jetzt auch offen. Nice. Okay, dann können wir hier Fahrstuhl fahren. Und wir haben noch Pfeile am Rücken. Egal. Eine Seele. Eine Seele und eine Menge Matsch. Und das ist ein Gegner. Was kannst du? Du kannst rülpsen. Du bist gar nicht mal so einer. Können wir aber blocken. Okay. Wir haben keine Estus mehr. Und das Viech ist noch da. Es hat... Oh, ihr seid auch wieder da. Es sieht aus wie so ein Riesenschleim. Wie aus dem, wie heißen denn? Aus den Tiefen. Die hatten ja auch solche Speere, die sie aus ihrem Mund schießen konnten. Sind wir von hier gekommen? Nö. Seele Ritter. Ich weiß halt gerade nicht, ob ich dieses mein Schild benutzen soll. Weil hier waren jetzt irgendwie keine Geister mehr. Aber Geister könnten ja auch jederzeit wieder kommen. Okay, hier geht's nur runter. Gehen wir nach oben. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Nachrichten. Achtung, Glut. Das finde ich nice. Der Vamos hatte ja auch gesagt, hier
Riesenglut. Ist eine Glut für ihn. Obwohl Riesenglut klingt ja nach mit den Schmied in Anor Londo. Weil der ja auch ein Riese ist. I guess wir gehen durch den Nebel. Ohne Flakons. Ist halt kein, wie soll ich sagen? Alter, ist klar. Wir müssen ihn einmal treffen, nur einmal. Und er darf uns da nicht treffen. Okay. War ich nicht gerade eine Nebelwand? Ich will doch nur ein Bonfire. Wo geht's hier hin? To loot. Und noch ein von denen. Wir haben nur noch so ein Fitzelchen von Leben. Ich hoffe, hier ist jetzt kein zweiter, denn wir rüsten fucking Menschlichkeit aus. Die heilt uns voll, wenn wir sie einsetzen. Und wir haben 40 davon. Na, bleiben wir bei der Menschlichkeit. Stolze Seele, Krieger. Sind die hier überall? Große Seele, Krieger. Das mit den Seelen ist hier ganz nice. Ach, ich brauche ein Bonfire. Gebt mir Bonfires. Das sieht irgendwie nach einer Falle aus. Borstener roter Augapfel, PvP-Item, brauche ich nicht. Hier geht's runter. Hier geht's zu so einem. Ja, komm hoch. Na, ja, kein Backstep, schade. Wir setzen noch eine Menschlichkeit ein. Ich will das nicht. Wir könnten auch erst in den Turm reingucken. Ging's da hoch? Ja, da ging's hoch. Gucken wir mal, ob hier ein Bonfire ist im Turm. Hier ist ein Schleim. Und einer von euch. Warum drehe ich mich um, ohne anzuvisieren? Ihr seid zwei. Womit habe ich das verdient? Das war unsere Pyromantie. Zumindest die AOE. Da sind zwei Totenköpfe. Hier, er kann mich treffen von hier aus. Ich ihn aber nicht. Feuer bringt leider nicht so viel. Der beschwört die fucking Totenköpfe. Oh mein Gott. Und kann spucken.
Und mit der Spucke sind wir langsam. Alles klar. Wir setzen noch eine Menschlichkeit ein. Tanky sind sie. 5000 Seelen geben sie. Das ist eine Kiste und das ist eine gute Kiste. Grauer Brocken. Zwei von denen und das dicke Viech. Gebt mir doch ein Bonfire jetzt. Da ist eine Nachricht. Ich hoffe, da steht Bonfire. Brauchst Hoffnung. Es könnte ein Bonfire sein. Das sieht nicht nach einem Bonfire aus. Hier ist was. Okay, Folgendes. Wir rüsten den Heimkehrknochen aus. Hoffen einfach unser 4 Menschlichkeit, dass wir, bevor wir den Boss triggern, oder nachdem wir den Boss gesehen haben, abhauen können. Wie tief geht's denn hier runter? Geht's hier zu den 4 Königen? Das könnte das Abyss sein, oder? Versuch's mit Ring. Es ist tatsächlich das Abyss. Wir sind in der 4 Königsarena, oder? Ja, man fällt hier runter. Das ist hundertprozentig das Abyss. Raus. Hundertpro. Und mit den 4 Königen lege ich mich nicht an. Doch nicht. Was könnten wir machen? Wir können erstmal das ganze Zeug hier abrüsten. Ich hätte mich da gern noch weiter umgeguckt, was es dann noch gibt. Aber 4 Könige steht so... Ja... Ist so die Frage, 4 Könige erst oder dann Nito? Oder Nito erst und dann 4 Könige? Weiß ich nicht so recht. Auf jeden Fall haben wir eine Glut bekommen. Und ein neues Schwert. Das rüsten wir erstmal aus. Da war nämlich der Panzerbrecher. Skelett C auf Geschicklichkeit. Nett. Dieses größte der Stoßschwerter kann einen gepanzerten Ritter mit nur einem Stoß durchdringen. Die Klinge ist zudem scharf und für Schnittangriffe geeignet. Hat das Bluten? Nee. Okay. Dann teleportieren wir uns zu Vamos. In die Katakomben. Und geben ihm seine Glut. Da war jemand gerade mit dem Mondlichtgroßschwert. Nices Ding. Skaliert mit Intelligenz. Herr Vamos, wir haben neue Glut für Sie. Sieht aus wie so ein größerer Gimli-Skelett. Naja, sein Bart erinnert mich an Gimli. Why, you have an ember, do you? Forget about it. I don't deal with that kind. What has gone wrong with embers these days? Well, ja, wir sind nicht. Dann geben wir dir den Riesenglut? Riesenglut. Ja, das heißt ja Riesenglut. Geben wir die Riesenglut. Gehen wir erstmal zum André, vielleicht will der die. Bevor wir den ganzen Weg zu. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der Riesenschmied. Nennen wir ihn einfach den Riesenschmied. Laufen. Weil André ist deutlich leichter zu erreichen. Und wenn der den nicht will, gehen wir halt zum Zaubererschmied. Well, I'll be. That's a brilliant ember you've got there. For all my years in the trade, that might be the finest. How's about you leave that ember with me? I'm just an old smith. I'd give my left arm for a gem like that. Da ist gerade eine Nachricht
erschienen. Er will die Riesenglut, okay. Well, thank you. Gut, dass wir nicht hingelandet zum Riesenschmied gegangen sind. Just leave the rest to me. Andre Yevastora gets the job done. You shall see. Okay, was kannst du denn jetzt mit der Riesenglut? Riesenwaffen? Gemälde. Er kann sie auf plus 11 bringen. Oh. Das ist für plus 15 Waffen jetzt. Dann machen wir das Uchigatana höher, ne? Oh, Brocken. Rein. Aswappenschild, auch gern rein. Faustbogen rein. Die anderen brauche ich jetzt nicht auf plus 15 im Moment. Waffe verstärken. Dann müssten wir jetzt auch die... Ich frage mich immer noch, was ich mit den Drachensteinen machen soll. Ob ich mir die aufspare, weil ich glaube, die muss man für den Dracheneid abgeben. Im New Game Plus dann halt benutze, um den aufzuleveln. Oder ob ich eins der Drachenwaffen hier, die ich schon habe, hochlevel. Aber was ist, wenn es bessere gibt, die ich nicht habe? Ausbogen könnte ich hoch. Ich wollte das Uchigatana, bin ich schon dran vorbei. Ja. Uchigatana plus 12. 13. Nehmen wir an, man braucht wieder 9. Jetzt braucht man eine graue Scholle. Hier habe ich nur eine. Damit warten wir noch. Wir bringen es erstmal auf plus 14. Und unseren Schild. Weil große Brocken kann ich auch bekommen von den verbesserten Riesenwächtern, die vor Ornstein und Smaug. Mensch, ich hab's gerade mit meiner Sprache. Ornstein und Smaug stehen. Ja, können die droppen. Also ich nehme an, das sind später noch andere Gegner, die droppen. Er braucht jetzt auch eine Scholle. Gut, dann machen wir noch den... Wie viele Brocken haben wir? Ich weiß es nicht. Einen Faresbogen? Einen. Machen wir Faresbogen auf 12. Don't get yourself killed. Neither of us. Kurzer Vergleich jetzt zum Furienschwert, was Uchigatana auf 14 jetzt macht. 216 plus 190 skaliert auf A. Also 406 physischen Schaden plus den Blutungseffekt. Und das hier sind 180, 186. Ein bisschen mehr. Ungefähr 50, 60 mehr an Schaden. Aber halt nicht physisch, sondern Feuerschaden. Heißt, das Uchigatana können wir super im Lost Izalith benutzen. Wo ich jetzt noch gern hinwollen würde, wäre zur Chaosdienerin. Zur Tochter des Chaos. Ich freue mich, wir haben über plus 10 geschafft. Tochter des Chaos, genau. Denn wir haben einiges an Seelen. Reicht gerade nicht zum Aufleveln. Was war das Fußsymbol, was gerade unter unserer Leiste war? Ach, Abgrundschreiten. Wir haben ja den Ring hier. Können wir aber wieder austauschen. Erstmal gegen den Hartstahlring wieder. Und du kannst meine Pyromantieflamme verbessern. Oder, ganz lustige Idee, wir haben ja noch eine Pyromantin in der Nähe. Ein Giftbissring, wo war er denn? Da. Rüsten Anti-Gift-Zeugs aus. Gemäldehüter. Gemäldehüter-Handschuhe. Schwarzer Goldsaum. Und die Goldsaum-Rüstung. Wie viel Gift hast du eigentlich? 40. Der Goldsaum hat 94. Gut, behalten wir, weil
Ich mag den Hut, obwohl... Das sieht ein bisschen dumm jetzt aus, aber egal. Hier sind auch mehr Feuergegner. Nehmen wir einfach mal das Uchi-Katana, weil wir es können. Und? Wie stark bist du denn jetzt verbessert? 113 plus 7 bei Angriffstyp Schlag. Haben sich die Resistenzen verbessert? Lohnt es sich, Schilde überhaupt zu verbessern? Habe ich jetzt was richtig Dummes gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass nur der Angriff erhöht wird und nicht die Resistenzen dann. Müsste ich nachgucken. Vielleicht wird die Haltung auch erhöht. Das wird sich dann schon wieder lohnen. Weil je mehr Haltung man hat, desto weniger Ausdauer wird einem beim Blocken abgezogen. Ach, von 9 Parts waren wir hier und haben Quelak besiegt. Knapp. Wir hatten keine Flakons mehr und nur noch ein Fitzel von unserem damaligen Leben. Kommt mir schon so lang her vor. Dabei dürften es maximal 3 Wochen gewesen sein. So, wieder in Schandstadt. Okay, der Text scheint nicht zu kommen. Jetzt kommt er. So, lass mich mein Uchi-Katana testen. 310. Ja. Nett. Ich meine, das Astorias Großschwert ist ähnlich nett. Wenn nicht sogar besser. So, komm hier fliegen. Versuch gerade anzuvisieren, ja. Hallo? Da drüben ist noch eine. Noch zwei. Ich will doch nur mit ihr reden. Na komm ran. Das Uchi-Katana greift halt schneller an, ne? Als das Großschwert. Ah, there you are. I was expecting you. Wir könnten... Erstmal kaufen wir... Oh, 30.000 im Feuersturm. Ach, wir haben noch, Seelen. Well, young pupil, you must have patience. Ja, 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 alles gut. Wir brauchen 9.000 Seelen. Das wäre ganz gut. Ein Ritter bringt 10.000. Oh, wir können noch die Feuerhüterseele abgeben. Bringt das 10.000? 5.000. Schade, dass Seelen nicht einfach ein extra Tab sind. Bolzer Krieger, wir benutzen einfach mal alle. Die hätten zusammen 9.000 gegeben. So. Gegenstand kaufen. Wir kaufen deine Feuerkugel. Kaufen deinen Feuersturm. Und sind fertig mit dir. Now go. Whatever you do. Do not crack and go, lest my time spent. Hast du noch was zu sagen? The Witch of Izalith. Please, do not speak of her. I abandoned my mother and sisters and fled to this land. Now I roam these parts, feigning ablution and pretending to seek answers. Hätten wir vielleicht vorher mal mit der reden sollen? Ich muss mich kurz heilen. Sie ist auch eine Tochter von der Witch of Izalith, heißt Quelaks Schwester, und von der da unten? Ah, Pyromancy is the... But remember one thing.
always fear the flame, lest you be devoured by it and lose yourself. I would hate to see that happen again. Pyromancy is... But I would hate... Einige Gegenstände zum Kauf verfügbar und sie wiederholen sich wieder. Is the art, but I would okay. Ausrüstung umwandeln. 14.000 Seelen bräuchten wir zum Hochleveln der Pyromantieflamme. No luck. Hm. Well, das ist gar nichts. You must have patience, but do not keep me waiting much longer. Das habe ich in 6 Minuten zusammen. Minimum. Maximum. Okay. Dann gehen wir da hinten zum Bonfire. Dass sie auch eine davon ist. Aber sie wurde kein Chaos-Dämon. Das heißt, sie muss geflohen sein, bevor die Witch of Isle versucht hat, die erste Flamme nachzubilden. Okay, wir teleportieren uns zum Feuerbandschrein. Und geben die Feuerhüterseele ab. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich mich über Ringe informiert hatte, die es im Spiel gibt. Es gibt noch einen Ring, den man bekommt, wenn man mit dem Krähenhändler, also Snuggly auf der, beim Asyl der Untoten, die Sonnenlichtmale vom letzten Mal raided. Müsste ja ganz unten sein. Ja. Die möchte ich aber nicht. Also, man bekommt da einen geilen Ring. Ich sag noch nicht, was der kann. Der ist auch nicht geil im Sinne von macht unsere Stats geil oder erhöht unseren Damage oder Verteidigung oder sowas. Nein, der ist story-relevant. Ich weiß nicht genau, was er macht. Beziehungsweise wie er sich auswirkt und was danach passiert, aber ich weiß, dass ich ihn haben will. Also, dieses Ding brauche ich aber noch für die fürs Grabmal der Riesen, weil da ist ja dunkel und ich will nicht die blöden Laternen benutzen. Also wäre mein Plan, wir gehen jetzt das nächste Mal nach Isalith. Beziehungsweise gucken uns noch in den Lava-Ruinen um. Oder machen das DLC-Gebiet, eins von beiden. Dann machen wir, gehen wir zu Nito und joinen seinen Eid. Denn ich will sein Schwert haben und sein Wunder. Dazu müssen wir den Eid des Chaos-Dieners leider brechen. Heißt, wir verlieren eine Stufe, glaube ich, 50%. Ist aber okay, dann können wir die Abkürzung nicht mehr nutzen zum Lost Isolith, denke ich. Dass die sich wieder schließen wird. Vielleicht bleibt die auch die ganze Zeit offen, weiß ich nicht genau. Aber nehmen wir mal an, sie schließt sich. Danach würde ich dann wieder dem Chaos-Eid joinen und denen wieder die Menschlichkeit geben. Menschlichkeit farmen ist ja kein Problem. Und dann können wir das mit dem Ring machen und die Sonnenlichtmale tauschen. Das wäre so die Idee. Und danach würden ja nur noch die 4 Könige übrig bleiben. Und wenn das abgeschlossen ist, denke ich, werden wir noch ein Backtracking machen. Ich werde mich mal informieren, welche interessanten Loots es dann noch gibt, die wir übersehen hatten. Oder ich weiß ja noch, in der großen Leere haben wir noch Loot, den wir übersehen haben. Und dann wird der Endboss gemacht. Vorher natürlich gucke ich, ob ich die, was die Umfrage sagt, ob wir alle umbringen werden, ob wir einen Genozid-Run machen. Schmiede jetzt ausgeschlossen. Obwohl, könnte ich mir auch vorstellen. Vamos könnte ich vielleicht umbringen, André möchte ich nicht umbringen. Und den Riesenschmied auch nicht. Und unten in Anolondo, im Neulondo, können wir eh nicht umbringen.
weil der hinter Gittern sitzt. Ja, an dieser Stelle ziehen wir uns nochmal um. Tschüss, das Umhang. Und die Eisenritter. Schwarzeisen. Ja, Maschen und so. Das machen wir auch wieder zum Hartstahlring. Das können wir abrüsten. Nehmen wir mal das, da wir das nächste Mal eh vermutlich ins Feuergebiet gehen und nicht erst ins DLC-Gebiet. Also das wird, eins von beiden wird jetzt als nächstes kommen. Nehmen wir das Schwert schon mal. Sieht auch cool aus. Sieht mehr Schwert aus als das Spinnenbein. Setzen uns hier ran. Und ich werde mich für heute verabschieden. Ich weiß gar nicht, ist es überhaupt noch heute? Nein, es ist 0.17 Uhr, es ist schon morgen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hat wieder Spaß gemacht. Ich bin so in einem Dark Souls-Hype. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiter Progress machen kann. Und nicht nur Seelenfarmen und Menschlichkeitfarmen. Ja, ich wünsche noch eine gute Nacht in diesem Fall. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich winke mit einem riesigen Schwert.